Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge soll es darum gehen, wie man hier so eine kleine schöne Starterbase baut. Die möchte ich auch euch einmal zeigen in einer kleinen hübschen Timelapse. Aber zuvor möchte ich einmal erzählen, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie mir gerne in den Kommentaren. Aber ansonsten möchte ich euch jetzt endlich mal die Timelapse zeigen. Ich hoffe, die Timelapse war soweit verständlich, beziehungsweise ihr konntet das gut nachbauen, wenn ihr das nachbauen solltet. Ansonsten möchte ich euch jetzt einmal hier dieses kleine hübsches Häuslein zeigen. Wir haben hier vor zwei kleine Felder, einmal so eins hier und hier vorne auch noch eins. Dahinter befindet sich ein kleiner Stall, wo die Schweinchen hausen. Geht man nun in das Häuslein rein, befindet sich rechts eine kleine Nebengasse, wo man jede Menge,
Platz zum Sachenlagern hat, beziehungsweise schon einige Materialien zum Bearbeiten von Werkzeugen findet. Im Keller befindet sich ein Verzauberungstisch, jede Menge Stauraum, als auch Werkzeuge, Ofen und sonstigen Kram. Zudem gibt es hier auch einen Weg direkt zu den Schweinchen. Hier befindet sich einmal das Schlafzimmer, auch mit jeder Menge Stauraum, denn ich denke mal, vor allen Dingen am Anfang besitzt man doch sehr viele Items, die man gerne loswerden möchte, und hat hier auch einen Schlafplatz. Alles im Ganzen ist das ein kleines, sehr schönes Häuslein mit jede Menge Dekorationen und für mich doch ein ideales Starterhaus. Wie immer hoffe ich, euch hat das Video soweit gefallen. Ihr könnt mir ja sonst mal gerne Feedback in den Kommentaren schreiben. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Möchtet ihr keine Videos mehr verpassen, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Bis dahin, ciao, ciao.